und hoffen, dass wir die restlichen zwei Reifen finden. So. Adam, bist du wieder mit dabei? Ja, ich glaube, ich verabschiede mich für heute. Das war's für mich. Also schönen Abend alle noch, ne? Ja, auch. Und bis morgen. Dann bis morgen. Ja. Dann auch mit dir zum Reifen suchen. Ich brauche nachher Unterstützung beim Bauen. Und hier transportieren vor allem. Ja, das kriegen wir hin. Und ich brauche Wärme, verdammte Käsekacke. Und ich kann... Irgendwo ein Fuel Barrel? Ein Scrap Metal habe ich leider nicht, sonst würde ich mir nämlich ein... Ich glaube, ich habe noch alles um hier, aber wenn ich mir jetzt hier eine Tonne hinstelle, dann bin ich eine Reklametafel für alle, die in der Umgebung sind. Das ist auch mistig. Mhm. Mal gucken, was mir einfällt. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass hier direkt Zombies sind. Fällt mir ein Lied von Modern Talking ein, aber das singe ich jetzt lieber nicht. Then you are not alone. Okay, ein Zombie habe ich im Arsch kleben. Nee, ohne Mist, ich habe mir vorhin so viele Floss-Dings gebaut und die wurden mir doch geklaut. Okay, das Krankenhaus ist aufgeschossen. Nee, das ist immer auf. Seit dem neuen NAP-Update sind die Scheiben immer offen und du kannst in der Mitte durch die Schiebetür durchgehen. Das ist kein Indikator mehr. Wann ist das? Seit 2 Tagen? Seit einem Tag? Ich weiß nicht mehr. Ich muss dringend zum Händler. Den Namen immer noch nicht geändert. Ich finde den Namen so unter aller Sau. Kitty Porn, ja. Also wie gesagt, ich habe den Namen gelesen und habe gedacht, so, ich teleportiere mich zu dem und bitte ihn, seinen Namen zu ändern. Und habe mir dann gedacht, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas implementiert habt oder ob euch sowas egal ist. Und Adam hat dann heute auch gleich gesagt, als er ihn gesehen hat, nee, der Name geht gar nicht. Habe ich gedacht, so Mist, hätte ich es doch mal gemacht. Ja, ich finde den Namen einfach unter aller Sau. Und Adam scheint den ja auch deswegen... Oder du? Nein, solche Namen gönn ich hier nicht hin. Ich sag nur, in euren Regeln steht nicht, dass man nicht... Naja, aber ich denke mal, das ist selbstverständlich. Herr Kater, jetzt hat er sich den Kühlschrank aufgemacht, bin gleich wieder da. Okay. Katzen, die den Kühlschrank aufmachen. Auch nicht schlecht. Willkommen zurück. Oh, das Cinderblocks. Da schlägt mein Bauherz her. Weil du bist zu Fuß unterwegs, ne? Richtig, ja. Ach, Mist, verdammter. Ich glaube, ich habe einen einzigen Cinderblock bis jetzt im Safe. Von Myrtle will ich gar nicht reden. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, du schätzt Holz auf einmal sehr viel mehr wert. Aha. Yes, Adam. Bitte lass mich Heatpick. Ich höre schon meinen Herzschlag, aber ich suche gerade das Auto, wo ich es gesehen habe.
das Auto hin? Dass ich da wenigstens was ablagern kann. Mach jemand den Regen weg, ich friere. Hopp, hopp. Push dich, Regen. Ich hab nur ein Heatpack. Craften. Geht doch. Ey, der Regen hört auf mich, der wird weniger. Sicher? Bildung. Die Hoffnung stirbt. Ach, da hinten steht das Auto. Doch, es wird weniger. Ja, es hört auf. Juhu. Zum Auto. Ich brauche noch gleich eine strategisch günstige Stelle für das Baumhaus. Gute Frage. Bin er noch im TS? Ich bin noch im TS. Das und Mietz auch. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mach die beiden mal. User left your channel. Zwei Räder finden. Nicht durch. Hätte klappen können. Warte mal hier. Trinken. Taschenlampe. User joined your channel. Alles Zeug, was man nicht braucht. Weißt du, was mich hier gerade am meisten aufregt? Ja? Der Adam ist mit seinem Reifen offline gegangen. Finde ich gut. Finde ich gut. Soll ich mal gucken, ob wir noch Reifen haben? Dann komme ich mit dem Reifen schnell vorbeigeflogen. Ich brauche zwei Reifen noch. Ich schaue gleich mal nach. Wenn der Adam nicht offline gegangen wäre, bräuchte ich nur noch einen Reifen. Ich bin ehrlich. Ich habe einen Reifen gefunden. Gute Nacht. Was willst du denn für ein Auto reparieren? Lohnt sich das? So ein Lader oder sowas. Lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht wirklich, aber... Aber egal. Gold ist Gold. Richtig. Bison bringt auch ein bisschen Gold ein, wa? Bison bringt gut Gold.
Da ist er immer noch online. Er ist immer noch online. Adam. In-game? Jerry Kane bringt ja auch ein Gold ein. Wie so schön heißt, wer den Taler nicht ehrt, ist es Euros nicht wert. Das ist immer so das Schöne, wenn man anfängt von vorne. So, es ist, hat einfach alles wert. Du nimmst jede Flair mit, die du findest. Alles. Ja gut, Flair bringt ja nur Silber, deswegen nehme ich sie nicht mit. Naja, wenn du Medizin brauchst, ist Silber Gold. Oh ja, das ist natürlich eine andere Sache. Und von daher nehme ich auch das mit. Oder auch, wenn du Standardmunition brauchst, die kostet Silber. Und am Anfang laufe ich immer nur mit Standard rum. Wo ich jetzt echt die G36 echt zu lieben und zu schätzen gelernt habe. Die G36K? Die A. Oder A? Ja, ja. Ist die, die du mir letztens geholt hast, ne? Genau, wo du das Visier switchen kannst. Also ich habe da heute auf der auf dem Sektor selbst aus 400 Meter Range AIs mit One-Shots. Zack, zack, tut. Und ich musste nicht mal snipern, ich brauchte einfach nur das Rotpunktvisier. Richtig, richtig gut. Und dann lohnt sich einfach auch Shemlight und sonst nicht was. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Shemlines 20 Schuss ergeben, aber das macht nachher echt eine Menge aus. Vor allem jetzt am Anfang, wo Munition sehr wertvoll ist. Ich habe schon immer gesagt, zu den Männern, wenn wir angefangen haben, irgendwo zu spielen, wisst ihr, woran wir merken, dass wir wieder neu anfangen? Wir freuen uns über Standardmunition. So nachher lässt du Stanag liegen. Oh nee, nicht schon wieder Stanag. Ne? Aber am Anfang. Yeah, am Anfang, endlich ja. Stanag. Oder mein MG36 MIG, das halte ich mir hoch. Oh ja. Das ist mein Heiligtum. Und irgendwann hast du davon so viele, das ist. Aber das ist. Irgendwann wird jetzt dauern. Und das ist das Gute. Dass du nicht mal innerhalb einer Woche nur noch mit der Pua, DMR und sonstig was rumläufst, sondern selbst nach 3-4 Wochen sind deine Standards immer noch deine Heiligtümer. Wahrscheinlich noch länger. So, die MG36 Magazine, die waren bei mir schon immer heilig. Die habe ich immer im Safe gehabt. Nachher nicht mal, weil ich nachher nur noch mit M14 rumgelaufen bin oder halt mit der Pua. Je nachdem, was ich brauchte. PKP und sowas ist nie meine Waffe gewesen. Mit PKP habe ich auch nicht gerne geschossen, obwohl es, wenn ich mir den einen oder anderen Spieler anschaue, die snipen damit richtig. Ja, ja, die sind richtig gut damit, das möchte ich auch nicht unterschätzen, aber das ist nicht meins. Scrapmatler. Ich kann mir ein Fahrrad bauen. Ah ja, ich wollte hier Reifen bringen. Ah, ich hab's vergessen, ich komm. Mach nur noch die letzten Böden fertig und dann komme ich. Und das Schöne ist, das ist jetzt wirklich back to the roots. Wann habe ich mich das letzte Mal darüber gefreut, eine Holzbase zu bauen? Es ist schon verdammt lange her. Oh, noch ein Reifen. Okay, ich bleib hier. Es fehlt mir nur noch ein einziger Reifen. Okay, ich komm doch. Ist der Adam denn online in-game? Weiß ich nicht, er hat ja schon länger nichts mehr über dieses Admin-Tool geschrieben. Über den Loot. Das wäre jetzt natürlich richtig nett, wenn ich noch den vierten Reifen finde. Aber wäre der Adam nicht offline gegangen? Wie alles zusammenhängt, das ist abartig.
Das ist sowieso, finde ich, das größte Desi-Phänomen. Alles, wo du sagst, okay, ich mach nur mal schnell. Vergiss es. Stunden. Alles, wo du Stunden für einplanst, zack, 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 zack. Erledigt. Ob erfolgreich oder nicht, aber erledigt. Da habe ich mich gerade erschrocken. Die Fernbedienung ist von der Lehne runtergefallen. Oh, ich bring dir einen Reifen. Hast du einen? Ja, ich habe 4 im Safe. Ich brauche nur einen einzigen. Ja, bring ich. Wo bist du? Münchstein. Kannst du mir Koordinaten durchgeben? Was war da in der Nähe? Ich komme sonst Richtung Kreisverkehr. Passt das? Ja, das passt. War nicht weit von der Tankstelle das Auto? Ja, genau. Dann komme ich Richtung Tanke, ist auch okay. Ach, der Heli war so der Heli war mal so perfekt eingepackt, das gelingt mir selten. Wenn Phantom jetzt sieht, dass wir 2 Helis und 2 SUVs hier stehen haben, dann wird er gar nicht mehr hier wegrücken. Meine Güte. Und das sind nicht mal meine. Na, der wird irgendwann überrascht sein, wenn plötzlich da nichts mehr steht. Ja, heute Nacht. Ich bleib so lange wach, bis wir umgezogen sind. Basic hier? Basic hier. Wo ist denn das gedroppt? Könnten wir eigentlich nochmal schnell hinfliegen gleich, wenn du Lust hast. Warte, das ist Schatzbach weiter runter. Ich guck gerade, weißt du, wo die Feuerwehr in Münchstein ist? Ja, claro. Direkt da eine Kreuzung. Hallo, Mutens war lange Zeit mein Zuhause. Natürlich kenne ich mich da aus. Wirklich, wieso frage ich, ja? Ich kenne von der Mutens Base jeden Wald, die Distanz, jeden Punkt von der Base auswendig. Nicht denn was im Krankenhaus? Und die Feuerwehr ist so Pi mal Daumen 1200 Meter weg von der Mutens Base. Das Krankenhaus hat sich verändert. Ja, total. Du kannst da jetzt bis oben hochgehen. Nicht schlecht. Es ist richtig gut geworden. Adam hat jetzt nochmal den Loot ein bisschen angepasst, weil bisher ist nichts. Jo, ich sehe dich da unten laufen. Ja, siehst du auch das Auto stehen? Nee. An der Kreuzung? Ja, an der Kreuzung. Mhm. Dieser Heli macht den ganzen Tag schon nicht, was ich möchte. Blöder Heli. Ist auch nicht mein Lieblings-Heli. Ach, es gibt Schlimmere. Also ich mag den eigentlich ganz gerne, weil einfach, wenn ich ihn verliere, dann ist das noch der niedrigste Verlust, wenn du Helis hast, weißt du? Und deswegen sage ich mir immer, naja gut, lieber den als ein Huey, ein Blackbird oder... Schild. Ich steck kurz ein. Dann kannst du nämlich reintun, den Reifen. Ist er drin? Alles klar. So, wenn ich jetzt schon mal in der Luft bin, guck ich mal. Danke dir. Ja, kein Ding. Wo Warte. Man am besten das Baumhäusel bauen kann. Hier ist mir zu voll. Ah, Zambi hat mich gehittet. Wenn du Hilfe brauchst, dann schrei jetzt. Ah, ich komme mit den Zombies zurecht. Brach er und starb. Beinahe starb ich. Na, Repair, genau. Sieht eigentlich ganz schick hier aus, das ist oben. Aber wenn da jemand drüber fliegt, nee, das ist kacke. Dann sieht er das sofort. An. So, die Räder. Und dann geht es zum Händler erstmal ein bisschen Gold machen.
Mach mal den Nebel weg. Kann ich nicht. Will ich nicht. Ich weiß. Können schon. Kannst ja rein theoretisch aus, ich mach's ja auch nicht. Aber ich wollte halt auch mal Mimimi machen. Das ist so eine Mimimi-Kultur momentan. Ich wollte auch mal wissen, wie das ist. Mimimi. Genau so. Bleib stehen, Hedi. Anna. Ich habe immer dieses Scrollmenü gehasst. Welches? Beim Reparieren. Meine Maus tut nie, was ich will. Also am schlimmsten finde ich das Scrollmenü, wenn du irgendwo Nitro zünden möchtest und dann auf einmal Eject klickst. Ich weiß nicht, wie oft mich das schon das Leben gekostet hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es mir gut vorstellen. Selbst in Adam passiert hat sehr oft. Weißt du noch, als wir mit den Nissans unterwegs waren, als wir kurz Overbruch waren? Mhm. Nitro, Nitro hinterher, zack, Eject. Steuer das Auto, steuer das Auto. Nicht mein heiliges Auto schrotten. Oh, das habe ich aber wirklich geliebt, mein Kiwi. Jetzt habe ich die falschen Räder montiert. Ja, das gibt's auch. Dieses RF2 habe ich montiert. Gucken wir uns das doch mal da an. Sag mir mal den perfekten Platz für eine Base. Meine Base-Favorites sind ja weg. Ich muss jetzt warten, bis ich mir die 50 PCs zusammengespart habe, um in meinen Block dahin zu setzen. Okay, ich kann den nicht mehr salvagen, die Räder, die ich eingebaut habe. Ich bräuchte doch noch zwei Räder. Okay. Hier ist... Nebel, Wald, Bäume. Das ist immer gut. Ey, du fliegst da ganz gemütlich auf einmal vor dir. Wand aus Bäumen. Alter Schwede. Nee, so hat das keinen Sinn, einen Platz zu suchen. Was habe ich im Rucksack drin? Das packen wir noch da rein. Wie so ein Seiger. Bringt Silber oder Gold? Weißt du das noch? Weiß ich nicht im Kopf. Das weißt du auch nicht im Kopf, ne? Also ich weiß immer, wenn ich Platz hatte, habe ich sie mitgenommen. Wenn ich keinen Platz hatte, habe ich sie liegen lassen. Ja, deswegen würde ich tendenziell eher sagen, sie bringt nicht so viel Gold. Ja. Nimm mal so trotzdem mal mit. Ich gehe mal hier im Supermarkt gucken. Vielleicht finde ich ja dort was Nettes drin. Hm? Das hasse ich aber wirklich, weißt du? Wenn du die Männer fragst, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr die Base haben? Weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Wenn du sie dann irgendwo hinbaust, weil überall nur kommt, weiß nicht, dann kommt, ja, warum hast du die hier hingebaut? Hast du keinen besseren Platz gefunden? Mhm. Ich glaube, der Platz könnte mir gefallen hier. Willst du nicht vorher mal deine Männlein fragen? Wenn die mir sagen, nö, wenn die mir sagen, sie wissen nicht, dann haben sie Pech gehabt. Punkt um aus die Maus.
Frage, ob es Sinn macht, das Basic hier zu suchen bei dem Nebel. Und ob es Sinn macht, mit dem Little Bird dahin zu fliegen. Das ist die nächste Frage. Andererseits werde ich mit dem Little Bird mehr Erfolg haben als jeder, der auf dem Boden ist. Aber jeder auf dem Boden wird mich auch mehr hören. Ja. Jeder, der auf dem Boden ist, wird sich denken, ich habe weniger zu verlieren. Gerade im Moment. Oh, noch mehr Bäume, noch mehr Bäume. Das ist auch ein schöner Platz. Wo bin ich hier? Meinst du mit den Bäumen? Ja. Ich glaube, hier lassen wir uns nieder. Habe ich jetzt beschlossen. Fällig aus dem Haus. Ja, man können sie alle gut. Also einen Reifen hast du gesagt, ja? Zwei Reifen. Zwei. Alles klar. Dann zurück zu den Saves. Ich weigere mich, diesen Platz Base zu nennen. Du bist es aber trotzdem. Nein, ist es nicht. Da stehen nur zwei Saves. Das ist keine Base. Obwohl, mittlerweile steht da auch ein Plot und ein Twist-Stash. Vielleicht ist es ein... Es sind die Anfänger einer Base. Einigen wir uns Sachen drauf. Okay. Und bevor es eine Base wird, sieht wird sie vernichtet. Genau. Aber das hat sich irgendwie auch so bei mir mittlerweile eingebürgert, als ich angefangen habe, Epoch zu spielen, da wo ich den ersten Holzzaun gebaut habe. Bäume. Uiuiui. Wie gut, dass der Little Bird wendig ist. Und da bin ich geblieben. Auf dem ersten Server. Da habe ich auf einer Position drei Besen gehabt. Die letzte war episch, aber die erste war absolut krümelig. Ja, meine erste Base auf einem Epoch-Server in Tscherno war eigentlich wirklich, wo ich sagen muss, meine erste schöne Base. Die sah richtig schön aus, wie so ein kleines Forsthütte. Da sind noch alles eben ohne dieses Snapping gebaut. War, oh ja, ich auch. War alles krumm und schief, aber hatte Charme. Nachteil einer Waldbase erkannt. meine erste Base in Epoch, also ich habe ja vor, ich komme ja im Prinzip von Aftermath. Mhm. Und da hast du ja wirklich nur Zäune gehabt und vorgefertigte Menüs, die du bauen konntest. Das war es ja mit Bauen. Und ich habe das so genossen, dass ich alle Freiheiten der Welt hatte, entgegen jeglicher Physik, dass ich das auch extrem ausgenutzt habe. Das heißt, ich habe wirklich eine Leiter dahin, dann dort eine Brücke nach oben, dann eine nächste Leiter, dann dort eine Brücke und dann angefangen, eine Base zu bauen. Das sah so krumm und schief aus, aber ich habe es geliebt. Einfach nicht mehr diese strikten Vorgaben, jeder hat das Gleiche, sondern ich konnte einfach mein Blödsinn dorthin bauen. Das war episch. Ich frage mich gerade, warum ich die Reifen nicht rausnehmen kann. Hast du mal drauf geschossen? Muss ich in der Pistole? Wenn die keinen Schaden haben, kannst du sie nicht ausbauen. Das heißt, wenn du sie frisch rein repariert hast und sie mit 0% Damage stehen, kannst du sie nicht salvagen. Die müssen also ich würde dir auch eine Pistole empfehlen. Aber sie müssen minimal Damage haben, sonst wird das nichts. Okay. Probier mal, sonst komme ich gleich zu dir. Das ist natürlich jetzt schön. Habe ich Zombies angelockt? Gleich wieder da. Nein! Dass ich stehen bleiben muss, wenn er die Waffe wechselt, das ist...
jetzt kommen noch mehr Zombies an. Ich glaube, es hackt. Was? Ich glaube, es hackt. Wieso? Jetzt kommen noch mehr Zombies an. So, was will der das denn? Ich mach. Okay, danke dir. Er hat mich ja so gerne. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie still geschrieben wird. Ah, egal, jetzt höre ich ihn nicht. Jetzt ist er tot. Oh, warum verbindet er sich, wenn der im Boden stackt? Nee, also ich kann nur das Reifen, aber nicht die zweite Reifen. Der hat aber ein zweites Reifen eingebaut. Also bringt das nichts. Ich brauche die Reifen. Alles klar. Guck jetzt, ob ich das ja zurückgeben kann. Ey, der ist so ein Trottel. Der steht mitten im Boden und fängt an, sich zu verbinden. Warum? Ist doch klar, dass er dann stirbt. Ach, Desem. Ich warte einfach im Auto auf dich. Wie auch immer das geschrieben wird. Esepups, egal. Autoreifen. Vielleicht habe ich diesmal nochmal Glück.